Das hier ist ein recht kurzes Video über Atomphysik und Quantenmechanik. So, fangen wir an. Also dieses hier von einem Elektronenrastermikroskop gemachte Bild eines Insekts. Da kann man sehen, ganz, ganz feine Details. Und der Grund dafür ist, dass Elektronen eine sehr, sehr kurze Wellenlänge haben können, was von ihrer Energie abhängt. Und dann sagt man plötzlich, Moment, Elektronen sind doch Teilchen. Aber es stellt sich heraus, wenn man halt Youngs Experiment für Licht auf Elektronen umschaltet, dann kriegt man tatsächlich hier diese Interferenzen und Elektronen sind halt Teil der Wellen-Partikel-Dualität. Genauso wie Licht. Und dann gehen wir hier rüber halt, oder hier halt hier steht ja Wellen, die haben halt auch Teilcheneigenschaften. Und dann geht man hier rüber zur Schwarzkörperstrahlung und Plancks Konstante und das hat halt Planck herausgefunden, dass das Einzige, wie er es lösen kann, diese Schwarzkörperstrahlung, ist halt, wenn Licht halt ein Teilchen ist. Außer, dass es natürlich eine Welle ist, was ja schon durch Young hervorgehoben wurde. Und dann haben wir hier den photoelektrischen Effekt, den Einstein natürlich erklärt hatte. Und hier sehen wir halt, dass Licht reinkommt und dann halt kommen hier die Elektronen raus. Und es geht aber, das Experiment funktioniert nur, wenn das halt Photonen sind, halt Teilchen. Das Witzige an diesen Darstellungen hier ist, da gehe ich nochmal zurück, ist, dass Licht hier als Welle reinkommt, was ja in diesem Experiment gar nicht stimmt. Denn es sind ja, hier ist der photoelektrische Effekt links, hier, es sind ja nicht Wellen, sondern es ist halt ein Teilchen. Und dann kommt halt das Elektron als Teilchen raus. Und dasselbe sieht man auch beim Compton-Effekt. Das kann ich nachher nochmal zeigen. So, jedenfalls. Also hier wird dann der photoelektrische Effekt noch weiter erklärt. Und da war auch die Arbeitsfunktion. Und dann ist, glaube ich, hier ein paar Beispiele und so weiter. Und dann halt hier einige Anwendungen des photoelektrischen Effekts, halt die Digitalkameras, die wir heute haben. Und hier wird das sehr schön erklärt. Oder auch dieser Infrarot-Lichtstrahl, halt, um die Garage zu öffnen. Und dann halt hier ist der Compton-Effekt und wieder, da kommt halt diese Welle rein. Und das ist eigentlich gar keine Welle, es ist ein Teilchen. Also das muss dann schon so aussehen, nicht? Hier kommt das Teilchen rein, nicht als eine Welle. Naja, so sieht man das immer leider. Und dann hier ist der Compton-Effekt noch erklärt. Und das habe ich auch hier in einem anderen gehabt, glaube ich, im ersten Semester, wo man halt sich anguckt, das ist halt der Impulserhaltungssatz und dann kommt der Energieerhaltungssatz rein und dann kann das Ganze erklärt werden. Relativistisch übrigens. Und hier ist halt ein Sonnensegel, was natürlich hypothetisch ist, aber es gibt halt auch diese Windmühle, wo halt die Photonen aufschlagen. Und dafür gibt es auch wieder zwei Erklärungen halt, wenn da Luft drin ist oder wenn keine Luft drin ist, dann ist es ein bisschen anders. Dann wird hier noch was von der De Broglie-Wellenlänge erklärt und hier kann man auch sehen halt, hier sind halt Röntgenstrahlen und hier kann man dann halt sehen, dass diese Röntgenstrahlen dann halt auch Wellen sind. Also manchmal sind es Teilchen, manchmal sind es Wellen. Und das ist schon ein bisschen verwirrend. Hier wiederum auch, hier ist halt dieses Young-Experiment wieder, ne? Mit den Elektronen. Und dann kann man das halt hier auch sehen, das passiert halt. Hier sind halt diese Interferenzen. Plötzlich ist das Elektron kein Teilchen mehr, sondern eine Welle. Mal sehen. Und dann hier, irgendwie sprechen Sie über Schrödinger oder Heisenberg. Mal sehen, was hier passiert. Ah, okay, jetzt kommt hier Heisenberg an. Ja, da ist eine unscharfe Relation. Und noch ein bisschen mehr davon. Und dann haben wir hier schon die Zusammenfassung und dann gehen wir einfach ins nächste Kapitel. So, das waren also hier Teilchen und Wellen. Und jetzt kommt die Atomphysik. Rutherford hat vor 100 Jahren festgestellt, dass das Atom halt so aufgebaut ist, dass es einen ganz, ganz kleinen Kern, aber ganz, ganz kleinen Kern mit einer riesengroßen Masse hat. Und dann sind die Elektronen hier rum und da ist halt das berühmte Goldfolien-Experiment, dass da plötzlich diese Alpha-Teilchen, halt die Heliumkerne, da abgeschleudert werden von der Goldfolie. Und das sind jetzt die Spektrallinien. Da gehen wir jetzt natürlich zu Bohr rüber, der halt die Balmer-Serie erklärt hat mit seinem Modell des Atoms. Beziehungsweise sind halt die anderen. Und hier ist halt die Erklärung, halt, dass die Elektronen hinunterspringen von einem
von einer Kreisbahn zur anderen Energie verlieren und die halt als Photon aussenden. Und das kann man halt im Spektrum sehen. Mal sehen, welche Spektrum die hier hatten. Okay, Neon und Quecksilber. Mal sehen, vielleicht haben sie noch mehr hier. Moment, Moment. Ah, eigentlich müssten sie ja auch noch das Spektrum des Wasserstoffs zeigen. Hier ist, das ist die ganze Herführung, für die er dann auch den Nobelpreis bekommen hat. Oder hier haben sie halt die Ionisationsenergie von Lithium, wenn es schon zwei Elektronen verloren hat, also nur noch ein Elektron hat. Und dann geht es hier halt so weiter und so weiter. Hier ist halt die wieder das Wasserstoffspektrum. Also irgendwie müssten sie, oh, hier, mal sehen, was haben sie denn hier dran? Okay, hier sind die Fraunhofer-Linien im Sonnenspektrum. Das sind aber nicht unbedingt die Wasserstofflinien. Ich glaube, das hier ist eine Wasserstofflinie, aber das müsste hier eigentlich was anderes sein, im Grün hier und dann im Orangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier steht. Ja, hier steht nur, dass die prominente Fraunhofer-Linien sind. Und dann kommt wieder de Broglie an mit seiner Erklärung der Elektronenkreisbahn eigentlich als Wellenmodell, Welleninterferenz. Und dann kommen wir hier zu den Quantenzahlen und zu Paulis Exklusionsprinzip, halt mit diesen Quantenzahlen N, L, M und S. Okay, und dann, das ist, wie die Chemiker sich das ausdenken, und dann kommt ja auch noch was mit der Unschärferelation rein. Und dann kann man hier sehen, wie Atome aufgebaut werden. Und hier ist das Ausschlussverfahren von Pauli, das er erklärt hat. Und dann wiederum sind wir hier wieder im periodischen System. Und dann schließlich gucken wir uns noch die Röntgenstrahlen an, wo halt Elektronen auf hier rauftreffen und dann Röntgenstrahlen ausgesendet werden. Und wiederum müssten das jetzt eigentlich Photonen sein und werden wieder als Wellen dargestellt. Naja, okay, und dann gibt es hier noch ein paar Beispiele. Und ich glaube, das war es dann eigentlich schon. Na, okay, hier ist noch der Kernscan mit Röntgenstrahlen. Und dann wird noch der Laser erklärt. Übrigens hat Einstein auch erklärt, 40 Jahre bevor der überhaupt erfunden wurde. Und dann natürlich medizinische Anwendungen davon. Einige in Holographie, was man auf Kreditkarten sehen kann. Da zum Beispiel. Und dann haben wir die Atomphysik hier und die Nuklearphysik, die lasse ich raus. Da haben wir halt keine Zeit mehr für in diesem zweiten Semester. Okay, und das war Atomphysik und Quantenmechanik.